Es ist Mittwoch, der 24. September 2014. Dies ist eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 25. September 2014. Mein Name ist Volker Reusing. Ich spreche gleich mit Herrn Jürgen Kaiser von der NGO Erlassja.de. Und zwar geht es darum, Anlass des Interviews ist die Resolution der UNO-Vollversammlung zur Schaffung eines Staateninsolvenzverfahrens für die Entwicklungsländer vom 9. September 2014. Guten Abend, Herr Kaiser. Schönen guten Abend. Ja, ich bin überrascht gewesen, dass die Entwicklungsländer jetzt alle so auf die Tube drücken, praktisch ein Staateninsolvenzverfahren zu schaffen. Diese Resolution vom 9. September 2014 strebt ja an, dass noch auf der gegenwärtigen Sitzung der UNO-Vollversammlung ein Textentwurf für einen völkerrechtlichen Vertrag eingebracht wird und auch direkt unterzeichnet wird, soweit ich das verstanden habe. Ja, wobei, also es geht um die gegenwärtige Sitzungsperiode und die geht so lange, bis die neue anfängt, das heißt bis in den Spätsommer 2015. Ah, das heißt also nicht, dass man es so übers Knie bricht, dass es jetzt praktisch bei der jetzigen Sitzung, die bis Dezember geht, oder wo das General Meeting bis 1. Oktober geht, dass man es da direkt beschließen will. Das heißt, man nimmt sich schon die notwendige Zeit dafür. Ja, das hoffen wir sehr. Also das ist die Beschlusslage und wir hoffen, dass in diesem Sinne auch vernünftig und mit der notwendigen Zeitvorgabe gearbeitet wird. Ja, was mich an der Resolution wirklich aufgerüttelt hat, ist eine Resolution, die ist ja von Bolivien eingebracht worden, 28. August 2014, 9. 2014, mit einer großen Mehrheit in der Vollversammlung beschlossen worden, dass man die internationalen Finanzinstitutionen oder Bretton Woods-Institutionen, Jetzt ist also der Ton IWF, leider wieder weg. dass man IWF und Weltbank dabei haben will. Also der Hintergrund dabei, ich habe jetzt nicht alles gehört von dem, was Sie gerade gesagt haben, aber ich glaube, es geht um die Frage, die Sie mir auch schon geschickt hatten, warum die Wert darauf legen, dass IWF und Weltbank mit an Bord sind. Das hat im Prinzip zwei Gründe. Das eine ist, dass natürlich ganz realpolitisch eigentlich die Diskussion um Entschuldungsverfahren gar nicht in der UNO geführt wird, sondern bei IWF und Weltbank. Das ist etwas, was wir scharf kritisieren, weil die beiden Organisationen gläubige Organisationen sind und deswegen natürlich keinen unvoreingenommenen Blick auf die Situation eines Schuldnerlandes haben können. Aber das ist die Realität im Grunde seit der Schuldenkrise der 80er Jahre gewesen. Jetzt macht es für die Entwicklungsländer natürlich keinen Sinn zu sagen, wir wollen mit diesen Institutionen nichts mehr zu tun haben. Zum einen existieren sie und sind machtvolle und vor allen Dingen finanzstarke Player in dem Geschäft der internationalen Staatsverschuldung. Und zum anderen sind sie selbst natürlich Gläubiger, die Teil eines Verfahrens sein müssen. Und deswegen und auch um den reichen Ländern entgegenzukommen, hat man nochmal ausdrücklich betont, obwohl das eigentlich selbstverständlich ist, dass natürlich die internationalen Finanzinstitutionen einbezogen sein sollen und zwar auch einbezogen sein sollen in die konzeptionellen Überlegungen. Der IWF selbst hatte ja schon vor mehr als 10 Jahren mal einen Vorschlag eingebracht für ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren. Das war an vielen Stellen kritikwürdig. Aber es wäre gegenüber der jetzigen Situation, wo es überhaupt kein kohärentes Verfahren gibt, immer noch ein Fortschritt gewesen. Ja, ich bedenke, wie viele Länder es gibt, wo IWF vor allem Auflagen gemacht hat, die ja jegliches menschenrechtliche Maß vermissen lassen und Hunger und gefördert haben, dass die Menschen sich nicht mehr genug zu essen kaufen konnten oder medizinische Versorgung nicht mehr hatten durch Sparmaßnahmen. Das ist richtig. Der IWF würde darauf jetzt sagen, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat. Das ist zum Teil sogar richtig, aber auch wirklich nur zum Teil. Für unsere Diskussion hier ist aber wichtig, dass die
Auflagen nicht nur dann verteilt werden, wenn ein Land eine Entschuldung braucht, sondern jegliche neue Finanzierung, die vom IWF kommt, ist natürlich oder von der Weltbank kommt, ist an diese Art von Auflagen gebunden. Das heißt, selbst wenn Länder andere Wege finden, mit ihren aktuellen Schuldenproblemen fertig zu werden und sich dadurch einen größeren finanziellen Spielraum schaffen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann abhängig sein werden von dieser großen internationalen Kasse, in die ja alle einzahlen und die eigentlich mal geschaffen worden ist, um in Krisensituationen Finanzierungen bereitzustellen. Das heißt, ein Loswerden jeder Art von Konditionierung steht ohnehin nicht zur Debatte, ist möglicherweise auch gar nicht sinnvoll, weil es natürlich auch in betroffenen Ländern nicht nur Good Governance gibt. Und deswegen ist es natürlich angebracht, in das ganze neue Setup eines fairen und transparenten Verfahrens diese Institutionen, die auf jeden Fall weiterhin für die ärmeren Länder weiterhin wichtige Finanziers sein werden, einzubeziehen und nach Möglichkeit zu verändern. Welche Staatsschulden sollen denn von einem Staateninsolvenzverfahren mit umfasst sein? Die gegenüber den privaten Gläubigern oder auch gegenüber Staaten und internationalen Organisationen? Grundsätzlich alle. Also man kann nicht, wie bei uns bei einem Insolvenzverfahren ja auch, man kann nicht Schuldentragfähigkeit wiederherstellen, indem man nur einen bestimmten Bereich der Verschuldung anguckt. Das ist in der Vergangenheit manchmal passiert. In Griechenland waren es hauptsächlich die Privatgläubiger, die bluten mussten. Bei den ärmsten Ländern waren die Privaten fast raus, deswegen betraf es hauptsächlich die öffentlichen Gläubiger. Logisch ist es, dass wenn ein Land überschuldet ist, dann ist natürlich der gesamte Schuldenstand das Problem. Und entsprechend muss man auch den Gesamtschuldenstand in dieses Verfahren einbeziehen und im Prinzip, nicht unbedingt im Ergebnis, aber im Prinzip erstmal alle Forderungen an das betreffende Land gleich behandeln. Jetzt haben Sie von Erlassia ja selber ein Modell entwickelt für ein Staateninsolvenzverfahren, das kürzlich ABFTAP. Wie sollen da die Entscheidungsstrukturen sein? Und worauf ist da zu achten bezüglich der Unabhängigkeit der Entscheidenden? Von wem müssen die unabhängig sein? In diesem Fall ist der wichtigste Buchstabe bei FTAP das A. Es geht um ein Arbitration-Modell, also um ein Schiedsverfahren. Und Schiedsverfahren bedeutet, dass man sich zwischen einem verschuldeten Staat und der Gesamtheit seiner Gläubiger eine Entscheidungsinstanz schafft, indem man selber Schiedsrichter benennt. Ein bisschen vereinfacht gesagt ist das so, dass die Schuldnerseite einen Schiedsrichter benennt und die Gläubigerseite einen, die zwei Personen benennen zusammen einen dritten. Und schon hat man ein Schiedsgremium, was in der Lage ist, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen zu treffen. Es gibt eigentlich keine Vorgaben dafür, wer diese Schiedsrichter sein sollen, denn dadurch, dass jede Seite eine Person benennt, ist es automatisch so, dass jemand benannt wird, der das Vertrauen der entsprechenden Seite genießt. Er muss verhandlungsfähig sein, sonst können die drei zu keinem Ergebnis kommen. Also das einzige wirklich unabdingbare Kriterium für die Auswahl solcher Schiedsrichter ist, dass sie natürlich unabhängig sein müssen von, also dass sie nicht weisungsgebunden sein können gegenüber der Seite, die sie ernannt hat oder sonst gegenüber jemand. Wenn es sich dann um Menschen handelt, die auch noch Ahnung von Makroökonomie oder möglicherweise von rechtlichen Zusammenhängen haben, dann ist das sicherlich auch von Vorteil. Ja, meine nächste Frage wäre gewesen, wie viel dabei die Gläubiger, wie viel die Einwohner des Schuldnerlandes zu entscheiden haben. So meine Befürchtung wäre jetzt, ja vor allem, wenn beide Seiten, also Gläubiger und Schuldner, ich nehme an, dann die Regierung des Schuldnerlandes jeweils einen benennen, ob da nicht vielleicht ein Teil der Gläubiger oder die Einwohner des Landes, die ja nicht identisch sind mit der Regierung, vielleicht zu kurz kommen dabei. Das kann nicht ausgeschlossen werden, genauso wie es sein kann, dass auch hierzulande in einem halbwegs funktionierenden Rechtssystem es immer mal Fehlurteile gibt. Deswegen kann so etwas natürlich überhaupt nicht, auch in einem solchen Verfahren, nicht ausgeschlossen werden.
entscheiden können die Gläubiger und die Einwohner des Schuldnerlandes nichts. Das ist ja gerade der Sinn eines Schiedsverfahrens, wie man beim Fußballspiel die Entscheidung über Freistoß oder nicht natürlich auch an den Mann mit der Pfeife delegiert, dass man sagt, es ist nicht mehr wie in der Vergangenheit, wo die Gläubiger im Pariser Club selber entscheiden, was mit dem Schuldner passiert, sondern der große rechtsstaatliche Fortschritt besteht eben darin, dass man die Entscheidungshoheit an eine verlässlich neutrale dritte Partei auslagert. Ansonsten wäre das kein großer Gewinn gegenüber der Situation, die wir schon haben. In Ihrem FDAP-Modell ist von vorrangigen Grundbedürfnissen die Rede. Worauf beziehen Sie sich dabei? Was ist davon umfassend? Also gemeint ist damit, dass es wie in einem individuellen Insolvenzverfahren bei uns ja auch so etwas wie eine Pfändungsfreigrenze geben muss. In der Vergangenheit ist es so gewesen, Sie hatten ja vorhin die Strukturanpassungsprogramme des IWF angesprochen, dass Menschen wirklich zu Tode gespart worden sind unter den Auflagen des IWF. Und die Frage, wie viel Schulden eigentlich tragfähig sind, das heißt, wie viel bereitgestellt werden kann für den notwendigen Schuldendienst an die Gläubiger und wie viel als Existenzminimum im Lande verbleiben muss, das ist eine ganz entscheidende Frage. Deswegen ist eine zweite Bedingung für ein solches faires und transparentes Verfahren, dass auch die Expertise, auf die sich eine solche unabhängige Entscheidung gründet, natürlich auch ihrerseits von einer unabhängigen Institution erstellt werden muss. Wir haben hunderte von Gutachten von IWF und Weltbank über verschuldete Länder, in denen immer deutlich gemacht wurde, dass sehr kleine oder überhaupt keine Schuldenerlasse die Länder aus der Schuldenfalle rausführen würden. Und im Ergebnis hat das dazu geführt, dass manche Länder bis zu 14 Mal über die gleichen Schulden verhandelt haben, weil natürlich nie genug Schuldenerleichterung gewährt worden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass auch diese Expertise, der Input in diesen Entscheidungsprozess, dass der natürlich auch von einer unabhängigen Instanz erfolgt, vielleicht einem unabhängigen Think Tank, einer UN-Organisation, die ja nicht Gläubiger oder Schuldner ist, wenn man will, und wenn sich die Parteien einigen, sogar einer Ratingagentur. Das hängt dann ganz von den Parteien ab, was sie für vertrauenswürdig halten. Und wir machen den Vorschlag, dass es etwa auf der Grundlage der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen bei dieser Festlegung, wie viel denn tragfähig ist, ist eben so etwas wie ein festgelegtes Existenzminimum für Staaten geben muss. Das heißt, die Mittel auf die Seite gelegt werden, die der Staat auf jeden Fall braucht, um seinen grundlegenden Funktionen im Interesse seiner Bürger nachkommen zu können. Und erst das, was darüber hinaus da ist, das kann dann tatsächlich an die Gläubiger verteilt werden. Vorrangige Grundbedürfnisse, Existenzminimum, teilweise sichern ja auch die Menschenrechtsverträge, je nachdem, um welche Lebensbereich es geht oder auch die Verfassung, sehr unterschiedlich viel ab. Zum Beispiel bei der UNO gibt es ein Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit, während bei anderen Menschenrechten vermisst man das Wort Höchstmaß. Manche haben in ihrer Verfassung andere Rechte außer Gesundheit viel stärker abgesichert. Und was ich meine ist, die Grundrechte oder die Menschenrechte ragen ja dann je nach Land oder je nachdem, was sie für Menschenrechtsverträge ratifiziert haben, teilweise deutlich über das Existenzminimum hinaus. Also dafür gibt es jetzt sozusagen in der Theorie auch keine magische Formel. Wir haben ziemlich viel mit Kollegen aus dem UN-System daran herumgerechnet, wie es möglich sein kann, zum Beispiel die MDGs als wirklich eine Art Basic Minimum in ihrer Finanzierung sicherzustellen. In diese Berechnungen fließen sehr viele ziemlich variable Parameter ein. Also da gibt es keine magische Formel für, sondern das ist ein Prozess wie im Case Law, also in einem Rechtssystem, was sich auf Präzedenzfälle gründet, wo sich dann wahrscheinlich eine Expertise erst entwickeln wird. Das heißt aber, es ist das Existenzminimum jedes einzelnen Einwohners zu sichern, vorrangig. Nein, das kann man nicht. Es ist ja auch so, dass in reichen Ländern Menschen verhungern. Auch solche tragischen Geschichten passieren ja auch bei uns. Das ist ja nicht so, dass man
sozusagen mit Entschuldung das Existenzminimum jedes Bürgers sichern könnte, sondern was gesichert werden kann, ist, dass der Staat die Mittel und Möglichkeiten hat, die er braucht, um seiner Funktion zur Sicherstellung des Existenzminimums, also ein funktionierendes Finanzsystem, was zum Beispiel dafür sorgt, dass Unternehmen auch funktionieren können und die Menschen nicht arbeitslos werden, die grundlegenden Funktionen des Staates wie öffentliche Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Schulwesen, Polizei, alles was dazugehört, so etwas liefern können. Soweit kann man auf eine halbwegs verlässliche Art und Weise rechnen. Für weiter geht es bis jetzt zumindest nicht. Vielleicht bilden sich da Formeln und Erfahrungen heraus, auf die man dann noch weiter aufbauen kann. Also praktisch, was der Staat selber braucht, um die Aufgaben erfüllen zu können an Geld, das muss ihm bleiben. Und dann ist es wieder die Verantwortung des Staates, es auch dafür zu verwenden und nicht für Prestigeprojekte zum Beispiel. Genau, genau. Wir reden ja hier über souveräne Staaten, bei denen eigentlich, zumindest in der Theorie, es ohnehin allenfalls eine minimale Einrede von außen geben darf, was der Staat mit seinen Mitteln und Ressourcen zu machen hat. Sie hatten eben erwähnt, zum Beispiel Thinktanks oder Ratingagenturen. Wenn ich mir anschaue, es gibt ja nicht wenige Thinktanks, wo Banken zu den Konzernmitgliedern gehören. Da müsste es da nicht vielleicht Ausschlusskriterien geben, dass jetzt nur solche Thinktanks mitmachen dürfen, wo kein größerer Gläubiger dabei ist oder nur solche Ratingagenturen, die nicht irgendwie lobbymäßig mit Banken verbandelt sind? Das wäre schön, wenn man das machen könnte. Das wird auch dem Prinzip entsprechen, dass es eben tatsächlich ein unabhängiges Gutachten sein muss. Das ist möglicherweise ein bisschen schwer umzusetzen, weil die Einflussmaßnahmen ja nicht nur sich über Mitgliedschaft ausdrücken, sondern zum Beispiel auch dadurch beeinflusst sein können, dass ein solcher Think Tank zum Beispiel lukrative Aufträge, andere Aufträge auch von eben solchen wichtigen Playern bekommen hat und man nicht mehr ganz Hallo? Und dadurch, dass die, ja, ich bin noch da. Okay. Dass die möglichst große Neutralität, die man erreichen kann, die erreicht man, wenn dann dadurch, dass tatsächlich die beiden Parteien, Gläubiger, Schuldnerseite, sich sehr genau angucken, auf wen einigen wir uns da und alle Informationen über die möglichen Kandidaten zusammentragen und sich dann eben zusammenraufen müssen. Ja, die vorrangigen Grundbedürfnisse haben Sie ja schon erläutert. Jetzt gibt es ja sowas wie Verwendungsfreiheit. Gibt es ja auch Überlegungen, zum Beispiel, dass man vom Schuldendienst bestimmte Dinge ausnimmt oder von der Privatisierung bestimmte Dinge ausnimmt. Hier würde das ja heißen, das aus der Staateninsolvenzmasse rauszunehmen, was man den Gläubigern nicht zur Verfügung stellt. Gibt es da bestimmte Dinge, die jetzt aus der Logik der Funktionsfähigkeit eines Staates folgen, was man den Gläubigern nicht geben darf oder wovon man ihnen überhaupt nichts geben darf? Also es gibt keine Regeln, die man sozusagen mit der Existenz eines Schiedsverfahrens schon formulieren und umsetzen könnte, weil man, glaube ich, nicht der Realität von 198 Staaten auf der Welt mit so einer globalen Regel gerecht werden kann. Was für uns ein wichtiger Punkt ist, das Modell, das wir propagieren, geht zurück auf Überlegungen eines österreichischen Ökonomen aus den späten 80er Jahren. Und der wiederum orientiert sich am Kapitel 9 des US-amerikanischen Insolvenzrechts. Denn für amerikanische Municipalities, also Gebietskörperschaften mit Entscheidungshoheit und einer demokratischen Verfasstheit, gibt es im Grunde schon ein solches Verfahren im Rahmen des amerikanischen Rechtssystems, wie wir es für den internationalen Kontext mit dem Element eines Schiedsverfahrens fordern. Und dazu, zu diesem US-amerikanischen Kapitel 9 gehört zum Beispiel, dass der Insolvenzrichter nicht die Möglichkeit hat, den Schuldner zu zwingen, überhaupt zu privatisieren und auch nicht zwingen kann, Steuern zu erhöhen, weil das natürlich die souveräne Sphäre des Schuldners betrifft. Das heißt, es geht tatsächlich nur um die Masse, die tatsächlich auch verteilungsfähig ist.
Das wird sich möglicherweise in dieser Form nicht sinnvoll eins zu eins in die Wirklichkeit eines souveränen Staates übersetzen lassen, weil es ja möglicherweise auch irgendwo sinnvolle Privatisierungen gibt. Aber das ist als Ansatz, als Ausgangspunkt für das, worauf sich eine neutrale Instanz dann einigen kann, glaube ich, ganz gut. Das heißt also, wenn man von dem Modell ausgeht, dass man von vornherein sagt, der Staat darf nicht dazu, Privatisierung gezwungen werden. Genau. Auch nicht der Vertreter des Staates darf das jetzt eigenmächtig dann einwilligen. Nein, es läuft ohnehin so, dass es einen Vorschlag dieses Schiedspanels geben muss und dass der natürlich versuchen wird, einen möglichst großen Konsens zu erreichen zwischen den beiden Parteien. In der Unternehmensinsolvenz ist es so, dass der Schuldner das Recht hat, einen Plan vorzulegen, auf der Grundlage von Vorgaben, die der Insolvenzrichter gemacht hat. Und in diesem Planverfahren wird dieser Plan dann von der Gläubigerseite angenommen oder es muss eben weiterverhandelt werden. Von daher ist jede der beiden Seiten gut beraten, nicht auf Maximalforderungen, wie es zum Beispiel die wäre, es wird bei uns hier überhaupt gar nichts privatisiert, zu beharren, sondern zu überlegen, wo könnte es zum Beispiel tatsächlich dann auch ordnungspolitisch Sinn machen, und ein entsprechendes Angebot zu machen. Ja, ich stelle die Frage auch deshalb, weil Sie immer das Beispiel genannt haben, zum Beispiel Gesundheitsversorgung, zum Beispiel Polizei und so weiter. Und in Ja. manchen Ländern sind ja selbst so existenzielle Dinge, vergibt man sie an Privat. Nein, es gibt, ne, also ich persönlich halte Privatisierung nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich für eine sinnvolle Option. Ne? Wir befinden uns in der Realität von vielen verschuldeten Ländern. Auch in Europa zum Beispiel befinden wir uns natürlich längst in einem Bereich, wo vollkommen absurd Dinge privatisiert werden, die natürlich eigentlich in öffentliche Hand gehören. Es macht nur keinen Sinn, umgekehrt daraus dann zu folgern, zu sagen, Privatisierung ist immer von übel. Das würde ich so auch nicht sagen. Das meinte ich auch nicht. Ja, jetzt hat man dann dieses Staateninsolvenzschlichtungsverfahren, FDAP, wenn man das jetzt einführt. Jetzt gibt es ja auch auf nationaler Ebene noch verschiedene Rechtswege. Und da gibt es ja zum Beispiel auch Verfassungsgerichte und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man den nationalen Rechtsweg durch hat, ansonsten zu internationalen Menschenrechtsgremien zu gehen. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, die eine oder andere Seite hat sich jetzt in dem Fall vielleicht so weit über den Tisch ziehen lassen oder bestimmte Gläubiger oder Einwohnergruppen völlig übersehen, was soll aus diesen Rechtswegen, mit diesen Rechtswegen dann passieren? Also im Prinzip sind solche Schiedsverfahren nicht anfechtbar. Die Grundlage dafür ist eine internationale Konvention, die fast alle Staaten unterschrieben haben, von 1958, die New York Convention on the Recognition of Foreign Arbitral Awards. Ich habe leider noch keine gute deutsche Übersetzung dafür gefunden. Also eine Konvention, die regelt, dass Staaten gegenseitig Schiedsverfahren anerkennen. Und das betrifft eben auch solche zwischenstaatlichen Schiedsverfahren. So gesehen ist es tatsächlich so, dass innerhalb des Verfahrens jede Partei die Sache so ernst nehmen muss, dass man nicht sagen kann, wir unterzeichnen jetzt mal was, weil aus welchen Gründen auch immer. Und dann überlegen wir uns das hinterher nochmal anders. Das wäre auch ehrlich gesagt nicht sehr effizient. Das heißt praktisch, dann könnte man aus der Sicht dieses Vertrages dann völkerrechtlich, wenn man gemerkt hat, da haben wir was Wichtiges vergessen, geltend zu machen, könnte man es auf diese Weise dann nicht mehr gerade rücken, sondern nur innerhalb des jeweiligen Landes umverteilen, um Härten zu mildern. Ja, man müsste sich jetzt sehr genau angucken, worum es da im Einzelfall geht und wo an welcher Stelle was genau übersehen worden ist. Aber im Prinzip ist es so, wie Sie sagen, ja. Ja, die nächste Frage, die wir vorab e-mail geschickt haben, die ich stellen möchte, ist, wenn ich mir anschaue, natürlich, wie streng die Auflagen bisher gewesen sind vom IWF, wie sollen Gottes Gebote, insbesondere die Nächstenliebe, in einem Staateninsolvenzverfahren angemessen verwirklicht werden?
Also ich glaube, dass Rechte selten die Nächstenliebe verwirklichen. Also Rechte sind oder Rechtssysteme sind Hard Law. Und wenn man sich anguckt, also Alassia ist, wie der Name nahelegt, zieht einen großen Teil seiner Inspiration aus dem Alten Testament, nämlich aus der Institution des biblischen Erlassjahres, das alle 50 Jahre vergebene Pfänder und eingegangene Schuldverpflichtungen eliminiert, um dem gesamten Volk Israel seinerzeit die Möglichkeit oder allen Angehörigen dieses Volkes die Möglichkeit eines neuen und schuldenfreien Neuanfangs zu bieten. Das hat mit Nächstenliebe nicht viel zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass vollkommen unabhängig von der subjektiven Empfindung des Einzelnen Recht geschaffen wird, was dafür sorgt, dass die Menschen in einer zivilisierten Art und Weise miteinander leben können. So sehen wir auch mindestens einen großen Teil der anderen alttestamentlichen Gebote, einschließlich der 10 Gebote. Die sind harte Festlegungen dafür, dass die Menschen überhaupt auf eine zivilisierte Weise miteinander leben können. Und das gilt so auch für diese Alassia-Bestimmungen. Ich glaube, dass sie sich, deswegen verfechten wir sie mit so viel Werbe, ich glaube, dass sie dazu führen werden, dass die Menschen gerechter und glücklicher miteinander zusammenleben können und sich auch auf eine andere Art und Weise begegnen als im Rahmen von Geld-Ware-Beziehungen, die der Kapitalismus den Menschen nahelegt. Insofern hat das dann natürlich auch was mit Nächstenliebe zu tun. Aber zunächst mal, wie gesagt, geht es um Rechtsbeziehungen. Jetzt geht es ja auch bald konkret daran, einen Text für einen internationalen Vertrag zu schaffen, den die UNO-Resolution vom 9.09.2014 verlangt hat für die Entwicklungsländer. Was ist Ihnen bekannt, wer alles Textentwürfe beisteuern kann für den völkerrechtlichen Vertrag dafür? Da ist mir viel weniger bekannt, als ich gerne wüsste, ehrlich gesagt. Die Situation ist für die UNO ziemlich ungewöhnlich. Es kommt wirklich nicht oft vor, dass in der UNO-Vollversammlung Entscheidungen mit Mehrheit getroffen werden. Und dann auch noch Entscheidungen, die tatsächlich eine solche zeitliche Bindungswirkung haben, wie in diesem Fall. Und der Eindruck, den wir haben über die Kontakte mit Insidern aus dem UNO-System, ist, dass selbst die G77, die das Ganze ja betrieben haben, im Moment selber nicht so richtig wissen, was jetzt eigentlich als nächstes passiert. Das heißt nicht, dass jetzt alle keinen Plan haben, sondern es gibt eine Reihe von UNO-Organisationen, die zum Teil schon seit 20 Jahren und länger an ähnlichen Entwürfen, wie wir sie eben auf der Basis unseres Modells diskutiert haben. Dazu gehört UNDESA, das ist die UN-Abteilung für ökonomische und soziale Fragen. Dazu gehört auch die UNCTAD, also die UN-Konferenz zu Handel und Entwicklung. Die hat zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die seit 2 Jahren an einem solchen Konzept arbeitet und an dem wir selbst auch beteiligt sind. Und ich gehe mal davon aus, egal ob jetzt die G77 selber zunächst mal weiterhin die Initiative in der Hand behalten oder ob auf der Grundlage des Beschlusses von New York jetzt als nächstes der Ball bei Ban Ki-moon, also beim Generalsekretariat, liegt, dass man auf diese Vorarbeiten, die innerhalb des UNO-Systems bereits gemacht worden sind und weitergemacht werden, aufbauen wird. Das heißt, diese Vorarbeiten nimmt man dann wahrscheinlich als Diskussionsgrundlage, um zu schauen, wie man das jetzt für die Entwicklungsländer entsprechend anpasst. Ja, das sind Vorschläge, die tatsächlich für ein globales Staateninsolvenzverfahren gemacht werden. Nicht unbedingt nur für Entwicklungsländer, aber es geht natürlich hauptsächlich um ärmere und ärmere verschuldete Länder. Und diese Vorschläge, die da erarbeitet werden, ich kann da jetzt nur für den UNCTAD-Prozess sprechen, weil wir daran ein bisschen beteiligt sind, die laufen dann darauf hinaus, tatsächlich Textbausteine und Schlüsselelemente, wie wir sie gerade so ein bisschen diskutiert haben,
dann der Vollversammlung selbst und der Präsidentschaft der Vollversammlung auf den Tisch zu legen und vorzuschlagen, dass so und so ein Verfahren dann tatsächlich aussehen kann. Ja, ich habe mich selber intensiv beschäftigt mit der Eurozone und da hat man ein Staateninsolvenzverfahren bereits eingebaut beim ESM und Begleitgesetze dazu. Und und jetzt hatte ich eben bisher diese Resolution so verstanden, dass es um ein Staateninsolvenzverfahren für die Entwicklungsländer geht. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, möchte man doch lieber ein einheitliches Staateninsolvenzverfahren, einheitlich für alle Staaten. Also dass nicht die Lösung sein soll, verschiedene regionale oder für bestimmte Staatengruppen. Ja, das würde keinen Sinn machen. Also ich verstehe den ESM auch nicht als ein Staateninsolvenzverfahren in dem Sinne, wie wir es betreiben. Das kann es schon deshalb nicht sein, weil in der Eurozone natürlich nur Regelungen für die Mitglieder der Eurozone getroffen werden können. Aber Eurozonenstaaten natürlich auch bei Personen, Unternehmen, Banken, wem auch immer, außerhalb der Eurozone verschuldet sind, für die die Eurozone logischerweise keine verbindlichen Regelungen treffen kann. Aus dem Grund muss ein Staateninsolvenzverfahren logischerweise ein globales sein. Ne, sonst hätten wir wieder die Situation, dass bestimmte Gläubigergruppen, Forderungskategorien Teil des Verfahrens sind und andere wiederum nicht. Das hat sich in der Vergangenheit als eine sehr fatale Konstruktion erwiesen. Ich würde noch gerne eine Frage ergänzen, weil es ja auch unterschiedliche Definitionen gibt von der Schuldentragfähigkeit. Wie würden Sie Schuldentragfähigkeit definieren, also dass die Schulden nachhaltig sind? Es gibt da tatsächlich keine, wie auch immer, verbindliche Definition. Es gibt verschiedene allgemeine Definitionen. Es gibt die vom IWF, dass gesagt wird, Schulden sind dann tragfähig, wenn der Staat allen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, ohne das langfristige Wachstum zu gefährden. Wir würden eher sagen, wenn er dann seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, ohne die soziale Entwicklung seiner Bürger zu gefährden. Aber das sind, wie Sie leicht merken, relativ allgemeine Formulierungen. Der IWF hat dann im Laufe seiner Geschichte, auch im Laufe der Überschuldungsgeschichte der betroffenen Länder, verschiedene Benchmarks, also Grenzwerte definiert, die dann tragfähige von nicht mehr tragfähiger Verschuldung trennen sollten. Die waren mal mehr, mal weniger sinnvoll. Was deutlich ist, ist, dass jede Definition von Schuldentragfähigkeit sich immer in einem Spannungsfeld bewegt, dass sie auf der einen Seite natürlich umfassend sein muss, um damit Länder gleich behandelt werden können, auf der anderen Seite Länder aber nicht gleich sind. Ne, Japan hat 220% seines BIPs an öffentlichen Schulden im Moment. Das liegt weit jenseits dessen, was irgendein Land auch im Süden des Globus hat, selbst die allerextremsten. Es ist deswegen aber nicht zahlungsunfähig. Ne, also in diesem Spannungsfeld ein brauchbares Verständnis von Schuldentragfähigkeit zu finden, was auf der einen Seite noch eine Art von Gleichbehandlung ermöglicht, auf der anderen Seite aber nicht zu absurden Ergebnissen führt, dass jetzt etwa Japan alle seine Schulden erlassen werden müssten oder so. Aus der Spannung kommt man nicht raus. Ich finde einen Vorschlag von Professor Dr. Cephas Lumina interessant. Der ist vor kurzem unabhängiger Experte der UNO gewesen für die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Genuss der Menschenrechte, vor allem der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Er hat vorgeschlagen, die Schuldentragfähigkeit danach zu messen, ob die Staaten allen ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen können, dass sie in der Das ist Lage sind. genau, das ist genau der Ansatzpunkt, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, wo wir uns dann auf die Millenniums-Entwicklungsziele bezogen haben. Das kann man natürlich auch versuchen, mit den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechten zu machen. Vom Ansatz her ist das, glaube ich, das Sinnvollste, was man tun kann. Es wird natürlich ganz und gar kritisch, wenn man versucht, dann aus diesem grundlegenden Prinzip
Zahlen herauszudestillieren und zu sagen, was bedeutet das im Einzelfall für jeden einzelnen Staat? Was ist jetzt was braucht die Erfüllung der Menschenrechte tatsächlich in diesem Fall? Was wäre gegebenenfalls überflüssig? Weil das muss dann ja zum Ergebnis dazu führen, dass ein Dollar Verschuldung entweder bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Ja, das meinte ich mit diesem Dilemma, in dem man da drinsteckt oder diesen definitorischen Unschärfen. Vom Ansatz her ist das genau der Ansatz, den wir auch verfolgen. Was mir ja auch auffällt beim UNO-System, da hat man sich ja nicht so sehr darauf geeinigt, wie stark man das Eigentum schützen will. Das ist dann manchmal in regionalen Menschenrechtssystemen und auch in den Verfassungen dann schon deutlicher festgelegt. Was meinen Sie jetzt mit Eigentum schützen? Ja, das Grundrecht, das Menschenrecht auf Eigentum, das ist bei der UNO ja nicht so klar definiert. Da hat es eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ja, das sehe ich auch so. Und ja, ich denke, da ist auch irgendwo ein Spannungsfeld, dass die UNO dadurch relativ starkes Gewicht an sozialen Rechten hat und andere Verfassungen zum Teil zumindest dann entsprechend das Eigentum stärker geschützt haben, weniger Soziales. Ja, das sieht man schon, wenn man sich unterschiedliche Länder anguckt und sich dann die Eigentumsverteilungen ansieht oder die Möglichkeiten zur Umverteilung, die es gibt. Klar, da unterscheiden sich Länder sehr stark. Das sehe ich auch so, ja. Vielleicht noch eine Prognose. Bis wann rechnen Sie damit, dass bei der UNO Textentwürfe zur öffentlichen Diskussion gestellt werden können? Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass selbst Insider tappen da ein bisschen im Dunkeln, was jetzt eigentlich als nächstes passiert. Was Teil des Beschlusses gewesen ist vom 9. September, ist, dass es bis zum Ende des Jahres einen Zeitplan geben muss, was bis wann wie vorgelegt sein soll. Da liegt der Ball jetzt zunächst mal bei der Präsidentschaft der Generalversammlung, die sich dann natürlich zuarbeiten lassen wird von den einschlägigen Organisationen. Wie schnell es dann gehen wird auf den nächsten Oktober hin, da möchte ich ehrlich gesagt keine Prognose drüber abgeben. So wie ich das UNO-System kenne, sehe ich die Vollversammlung und aufgespalten in ganz viele Untergrüppchen am 30. September die Uhr anhaltend und versuchend, sich auf etwas zu verständigen, was dann tatsächlich konsensfähig ist. Das hat es in der Vergangenheit schon ziemlich oft gegeben. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Ja. Vielen Dank für das Interview. Bitte sehr. Und wir würden vielleicht gerne, wenn ein Vorschlag für einen Vertrag im Raum steht, würden wir vielleicht Sie gerne nochmal interviewen. Ja, gerne. Rufen Sie an. Wie Sie den dann einschätzen. Herzlichen Dank. Ja, bitte sehr. Ciao.